Was geht, Börnische Nation? Mein Name lautet Danny Börnisch. Vielen Dank fürs neunte Einschalten und so glücklich im Moment. Und ja, es geht weiter mit Black Ops 2 Road to Commander. Und ich denke, viele von euch wollen natürlich weitersehen, wie es weitergeht. Und wie wir das Ende erreichen werden, denke ich. Deswegen überlege ich gerade, SWAT, MP7, Friedensstifter. Ja, wir lassen es erstmal so, denke ich. Eine kurze Sache noch. Ich wollte noch gucken, welche Waffen wir noch nicht freigeschaltet haben. Okay, hier haben wir alle freigeschaltet. Hier fehlt uns noch... Ja, gut, natürlich die beste Waffe, die fehlt uns natürlich, ne? Gut, das kümmert uns gar nicht. Hier haben wir alles. Und die letzte Sniper haben wir noch nicht. Ich überlege gerade, Leute. Ich überlege gerade extrem, was wir machen wollen. Ich denke, wir belassen es erstmal dabei. Ich nehme noch kurz das Schick. Habe ich nicht. Ich habe eine Tarnung mit. Ja, okay. Ich nehme das und die Tarnung lieber mal mit. Und ich denke, wir gehen auch gleich mal los in ein Herrschaftsspiel dieses Mal. Der letzte Part, wer ihn nicht gesehen hat, Link in der Beschreibung zur Playlist kommt ihr da. Dort seht ihr halt. Ja, alles, was mit Drohung zu tun hat. Ich meine natürlich, was mit meinen Videos zu tun hat. Die Playlist, dann werdet ihr zu allen Videos verlinkt. Wer übrigens mein Road to Commander von MW2 nicht kennt, kann es übrigens auch auschecken. Ich weiß es sehr zu schätzen, Leute. Ihr seid die zweitbesten nach mir natürlich. Herrschaft. Und los geht's. Ja, ich bin die beste Lobby gekommen ever. Läuft bei uns auf jeden Fall. Ja, ich habe noch nie so ein... Ernsthaft, das ist noch der erste Lag, der so heftig war. Hab noch nie so ein Lag gesehen. Okay, dann lass uns loslegen. Muss bestimmt extrem viel Spaß machen gerade. Wie viele Leute spielen? Okay, 2 gegen 4. Ein Wunder, dass hier so wenig Leute sind. Wieso verlassen eigentlich alle die Lobby? Guck, ich habe sogar 4 Striche. Das ist bei Black Ops 2 normal. So eine. Das ist die beste. die beste Dings da. Die beste Verbindung, die man jemals haben kann. Alpha ist abgesichert. Ich kann nicht glauben, dass ich 4 Striche habe. Ey, vorsichtig. What the fuck? Alter Schwede, der hat mich echt Geld abgeholt. Ohne Scheiß, mein Xbox laggt nicht. Das ist der Server. Alter, habt ihr es schon mal gesehen? Was ist das? What the fuck? Jetzt mal ohne Witz. Lag. Soll ich mal meine... Ich schieße. Beste Schussanimation ever. Komm her, Bitch. Ein Kill, bekomm ein Kill. Das nächste Ziel. Oh ja, Motherfucker. Komm her, du Motherfucker. What the fuck? Ja, das ist nicht dein Ernst, oder? Komm her. Es geht langsam, es geht ein bisschen. Gut gemacht, Teammates. Bin stolz auf dich. Hinlegen. Oh! Komm schon! Nein, kill ihn! Wieso killt er ihn? What the fuck? Wie? Ich gebe mein Bestes. Okay. Lass uns nicht weiter in dieser Scheißlobby spielen, die ist zerstört. Muss man ja wirklich sagen. Wir brauchen übrigens auch nicht mehr in ein Herrschaftsspiel zu gehen. Ich bin mir sicher, dass ich sowieso in derselben Lobby wieder lande. Ach nee, das ist ja nicht Ghost. Stimmt, sorry. Ohne Scheiß, ein Ghost. Ich suche mir eine Lobby raus. Ich bin sauer. Gehe raus aus der Lobby. Und ich komme wieder in dieselbe Lobby. Die ganze Zeit. Ihr könnt euch mal vorstellen, wie heftig das ist. Ein Gameplay versuchen zu erspielen in Ghosts. Quasi gar nicht möglich. Die Tode sind so random. Man muss schon wirklich ein Pro sein, um Ghosts richtig gute Gameplays zu erspielen. Deswegen spielen ja auch die meisten sogar noch MW2, weil... Ich meine, Black Ops 2, weil es hier einfacher ist, Gameplays zu erspielen. Und das ist es wirklich. Und auch von der Map nimmt Drohung die Map. Ich hasse die Map, ich weiß gar nicht... Es muss immer mindestens eine scheiß Map geben in einem Game. Immer eine scheiß Map. Gut, mal sehen, was dieses Mal für eine Map kommt. Cargo, damit gebe ich mich zufrieden, schätze ich mal. Vielleicht sollte ich mal einen anderen... Andere Killstreaks mitnehmen. Orbitase-Tritan-Helikopter, so mache ich das mal. Ja, machen wir das so ohne Drohne. Ja, ist okay. 4 gegen 3, ich hoffe einfach mal ein paar Leute joinen nach. Das wäre sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und los geht's auf Cargo. Übrigens, ich habe ein Let's Play angefangen auf meinem Danny Jesten-Dings da. Und ich weiß, Let's Plays sind immer sowas, ne? So Sachen immer. Let's Plays sind quasi so etwas. Abschluss bestätigt. Ja. Es gefällt einfach nicht jedem. Ich habe ein Mario-Let's Play gestartet, Super Mario Galaxy. Ich habe das Gefühl, irgendwie wollen das nicht so viele Leute sehen. Ich weiß nicht, Mario? Mögt ihr das nicht? Ich liebe Mario. Ja, vielleicht... Ja, gut, ich bin kein Mario-Channel oder sowas und... Andere Let's Plays kommen 1000-mal besser an, aber... Wer Lust hat, Mario sich anzuschauen, auf meinem Let's Play-Kanal gibt es Mario zu sehen. Aber nur, wenn ihr Drogen mögt. Ansonsten bitte nicht. Wir haben die Kontrolle. Er hat mein Teil gerade geklaut, der Wichser. Okay, ich gehe mal hier lang lieber. Die kommen definitiv von hier.
Okay, 5 gegen 5. Müsste eigentlich alles in Ordnung sein. Ich denke, die müssten von hier kommen. Hier spawnen alle. Seht ihr, wie ich bin so vorsichtig, wenn ich dieses... Wow. Ich will keinen gerade. Mama mia, lass mich doch mein Kill. Alter Schwede. Jetzt mal ohne Witz. Ernsthaft jetzt, wenn du mich tötest? Oh mein Gott, es hat gelaggt. Hast du Lag so extrem? Was laggt es so? Es liegt nicht an mir, ich verspreche. Guck mal, what the fuck? Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Beste Road to Commander Part ever. Und ich kann nicht mal was gegen tun. Weil ich alles hochladen muss. Es ist so lag. Oh, ich habe 4 Stiche sogar. Ihr seht es ja selber, ne? Das ist diesmal ausnahmeweise sogar mal keine Aus... Keine... Ja, genau, das wollte ich sagen. Keine Ausrede. Aber es laggt wirklich und das nervt. Verpiss dich, du. Abschuss verwehrt. Mein Teammate hat Besseres verdient, als von dir ermordet zu werden, du Loser. Nehmen wir die 94. Weil wir können die eh nicht so... Wow, sogar mit der übelsten Tarnung, Alter. Bin so glücklich, wenn ich die 94 habe. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Verdammt, wir haben kein C4 mehr, leider. Leider. Oh mein Gott, dieser Typ hat gelitten. Ich kann mir vorstellen, dass er sich übel erschreckt hat. Oh mein Gott. Habe ich nie... Oh, war es knapp. War das knapp. Ich überlege, von wo die kommen können. Da bin ich, mein Freund. Gib mir deinen Arm, Nasiok. Ich hasse das. Nein. Teammate! Du musst doch wissen, dass sie von hier kommen. Teammate, Mama mia. Picobella, Bistazie. Ich weiß nicht, manche Teammates, ich habe das Gefühl, die gucken nicht auf die Karte. Die gucken nirgendwo so wirklich hin. Nase juckt. Vielen Dank. Ich muss einen Tag aufheben. Obwohl wir anscheinend sowieso gewinnen. Aber ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Weil dann verlieren wir eh wieder. Okay, einen Moment. Ich kann leider nicht gegen ihn eintreten. Leider. Wir haben eine C4 dahin. Ja, beste C4 ever. Wie ihr es von mir gewohnt seid. Oh, what the fuck, Teammate? Was spawnst du hier? Ich dachte, hier spawnen die Gegner. Ich verstehe nicht, wo die sind. Im Moment habe ich das. Gibt es ja auch Bodenangriff? Müsste es, ne? Ich habe hier nie Bodenangriff gespielt, so wirklich. Woran liegt das? Damals habe ich in der W2 mal richtig viel Bodenangriff gespielt. What the fuck? Mama mia! Jesus. Sorry, aber... Sei leise, crazy kid. Shut the fuck up, man. Or I'm gonna be angry at you. Very, very angry. Ich weiß, mein Englisch ist das Beste ever. Das müsst ihr mir nicht immer wieder sagen. Wir sind hier irgendwo, habe ich das Gefühl. Oh, Jesus. Ich fühle mich gerade unwohl bis zum geht nicht mehr. Also so richtig unwohl. Da unten ist einer. Teammate, hast du sehr gut gemacht. Danke dir, ich bin so glücklich in dem Moment. Alles klar. What the fuck? Alter, ich weiß nicht. I don't know, man. I don't know. So, what do you think about doing an English commentary? So, this, yeah, I think this would be a lot of fun. And, yeah, I'm searching for some enemies. What the f- It's lagged! It's lagging! Ah, Picobella Pistazie! Was ist lagged? Man kann gar nicht vernünftig spielen! Mir ist warm, ich schwitze! Ja, verpiss dich mit deiner Schrotflinte, geh bloß weg, du Bitch! Wow! Bestes World to Commander ever. Am Anfang laggt es extrem gut, das war ja noch spaßig, ne? Aber wenn's hier laggt, dann nervt es einfach nur. Es nervt. Und vor allem, wenn ich keine Gegner finde, schlafe ich gleich ein, Alter. Da hat mir das aber Road to Command am Anfang wesentlich mehr gefallen. Hier finde ich nämlich gar keinen Moment. Ich sehe, ich laufe jetzt um die Map wie so ein Wilder. Laufe ich. Ich muss, wenn ich einen Gegner sehe, muss ich dem um mein Leben hinterherlaufen, damit ich den Kill wenigstens. Damit eine Chance besteht, dass ich den Kill bekomme. Bestes Aiming ever. Ich kann das nicht zielen. Sorry. Ernsthaft, sorry. Das ist ja nicht mehr witzig. Der arme Kerl. Er tut mir leid. Ernsthaft, ich habe den Kill nicht mal verdient. Wenn ich den Kill wenigstens verdient hätte. Gib mir die 94. Danke, ich bin so glücklich in dem Moment. Ich sammle auch alle Tags ein, damit das Spiel so schnell wie möglich endet. Geht mir nämlich auf den Pisser, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber so richtig auf den Pisser. Ja, die kommen alle von dort, alle.
Zeigt euch. Alle Teammates gehen da lang. What the fuck? Ich hätte wissen müssen. Wow, 5 Minuten. Ich bekomme auch in letzter Zeit gar keinen Orbitalsatelliten mehr, ne? So wirklich. Auch ziemlich erbärmlich. Obwohl ich weiß, ich habe das Gefühl, mein Team ist relativ okay gut. Also was heißt gut? Sind nicht gut, aber okay gut. Vor allem der eine ist sogar besser als ich. Was eigentlich gar nicht möglich ist, aber ich akzeptiere es. Und ich weiß nicht, aber wenn die Gegner auch nur, wenn die Teammates auch nur so mittelgut sind, ich habe das Gefühl, wenn Orbitalsatellit draußen ist, dann bleibt da keine Kill. Ja. Er hat eine EMP-Granate geworfen, da war mein Sichtfeld leider ein bisschen verkleinert. Ja, ich denke, ja, ich habe eine zu unpräzise Waffe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es laggt, hör auf zu laggen, Alter, bitte. Mama mia. Verbündete Hundestaffel im Einsatz. Verbündete Hundestaffel. Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich könnte man sagen, man mag seine Teammates, aber ich mag meine Teammates meistens gar nicht. Die nerven einfach nur meistens, klauen mir meine Kills. Die sind gierig. Holen nicht meine Drohne raus, nur ein Orbitalsatellit. Wie erbärmlich. Wie erbärmlich einfach, verdammt. Die kommen alle von dort, alle. Geben wir den Doktik wenigstens. Okay, da ist er. Schwarm unterwegs. Teammate, what the fuck, achte doch darauf, dass jemand von hinten kommt. Er hat einen Schwarm. Vor allem bei sowas denke ich immer, die hacken oder sowas, keine Ahnung. Weil ich nie akzeptieren kann, dass die Gegner wirklich gut spielen. Die lieben jetzt auch alle. Jesus. Da war ich einer lang gelaufen, den habe ich gesehen. Es sind fast alle weg, nur noch 3 Spieler. Wir haben gleich gewonnen. Na, ja, dieses Spiel war ein bisschen langweilig. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Das sind halt die Schattenseiten an einem Road to Commander. Ich meine, wir haben Schwarm, wir haben Hunde draußen. Die Hunde töten alle, die in Häusern sich befinden. Und die Leute, die draußen sind, die haben so die Arschkarte. Ja, ziemlich scheiße, muss ich sagen. Ziemlich scheiße gelaufen. Vorräte unterwegs. Also, wenn es euch nicht gefallen hat, dieser Part, kann ich total nachvollziehen. Weil er mir persönlich auch nicht gefallen hat. Sowas lade ich auch immer sehr, sehr ungern hoch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Sowas lade ich sehr, sehr ungern hoch. Teammate, hör auf, Text zu klauen. Du kannst dir keine eigene leisten, du Loser. Fernlenkladung unterwegs. Wie gesagt, kann ich total nachvollziehen, weil, ja, der Part ist Bullshit. Einfach nur Scheiße. Ich meine, was mache ich hier? Schaut euch das mal an. Ich finde keinen. Ich laufe hier wie so ein Spaß. 18:6, wie so ein Loser er spielt. Bestes Gameplay ever, Alter. Aber gut, ich schätze mal, da müssen wir uns leider gewöhnen, dass man Road to Commander ab und zu mal, ja, sowas behindert, das passiert. Ich glaube, gleich werden wir eine Runde vielleicht für alle spielen. Die Mission ist fast erfüllt. What the fuck? Mission ist fast erfüllt. Deine Ma ist erfüllt. Moment mal. Ich weiß nicht wieso, aber es wird schon seine Gründe haben. Es ist echt langweilig. Darf ich schlafen vielleicht in dem Video? Habe ich auch noch nie gemacht, ne? Ihr müsst mal in einem Video einschlafen. Einfach mal nach 18 Minuten wieder aufwachen. Ja, das sollte definitiv ein Abo-Special werden. Wow. Ein freier Kill für mich. Ich bin so glücklich in dem Moment. Einfach so glücklich. Vielleicht hätte ich doch die Drohne mitnehmen sollen. Was sagt ihr? Wow. Die Waffe schießt mir ein bisschen zu langsam. Ansonsten ist sie ganz geil. Aber ich muss den Tag aufheben. Doch, Punkte. Abschuss bestätigt. Ich werde mich sowieso ein bisschen mehr drum kümmern, dass wir Tags aufheben und so weiter und so fort. Damit wir mehr Punkte bekommen und so weiter und so fort. Ein Abschuss. Okay, einen habe ich eliminiert mit meinem Camp... Nee, wie nennt man das nochmal? Nicht Camp Strike, sondern... Ja, genau. Ihr wisst schon, was ich meine. So, das Spiel ist gleich in 22 Sekunden vorbei. Wir haben uns total zum Tode gelangweilt. Und ich erst recht. Ich wollte so einen richtigen Rülpser rauslassen, hat aber nicht geklappt, leider. Ah, wir können sogar... Was ist das? Was ist der Unterschied jetzt? Seht ihr diesen Schalter? Ich habe irgendwas umgestellt. Was war es nochmal? Was passiert? Was ist genau nochmal dieser... Wenn ihr es wisst, schreibt nochmal in die Kommentare. Ich habe voll vergessen, was dieser Schalter ist eigentlich. Aufgaben abgeschlossen. Zurück zur Basis. Alles klar, eine sehr schöne Killkammer hast du da bekommen. Ein Gegner mit 6:35, der Typ war aber extrem motiviert.
Ganz ehrlich, wenn ich sehe, dass die Gegner irgendwie so Schwarm oder so einen Scheiß dabei haben, dann liebe ich sofort, Alter. Ich lass mich doch nicht verarschen von meinen Teammates. Was ist aus hier, Alter? Das reicht mir. Na gut, ich spiele jetzt dann vielleicht für alle nochmal zum Schluss. Dieses Mal aber bitte mit Orbitarsatellit, Drohne und Konterdrohne. Ich will, dass es ein, ja, vielleicht für alle nur mit Dings da wird, nur mit, Waffenabschüssen. Mal sehen, was wir so bekommen. Plaza, gebe ich mich mit zufrieden, alles klar, meinetwegen. Und du bist leiser, du Wichser, keiner mag dich. Aber Danny, du verletzt meine Gefühle. Ja, du hast keine Gefühle, du Loser. Okay, du hast immer recht. Was ich hoffe, soll ich nehmen? Wir nehmen die MSMC, weil sie ziemlich gut im Zweikampf ist, blam. So, nehmen wir noch eine schöne Tarnung. Ich habe auch Lust auf die Drachentarnung. Gewandtheit haben wir, Todesstelle, Totenstelle nehme ich mal mit. Auch wenn man hier sowieso keine Schritte hören kann, was ich ziemlich schade finde. Wow, alle sind rausgegangen. Gut, dann wechseln wir. Ich wechsle persönlich immer die Lobby, wenn irgendwelche Leute rausgehen. I just joined the fucking random lobby. Yeah, that's what I wanted to say, man. That's exactly the same thing. Okay, raus hier, diese Map ist scheiße. Ich sollte auch die Mappacks deinstallieren. Ich bin echt, ja, weiß nicht. Hab mittlerweile gar keinen Bock mehr auf die Mappacks, so wirklich. Außer auf, diese eine Map, wie nennt man die nochmal? Firing Range hier. Ihr wisst schon, was ich meine. Solange ihr genug Drogen nimmt. So. Nein, ich nehme keine Drogen. Ihre Arroganz ist ihre Schwäche. Genau. Ihre Arroganz ist ihre Schwäche. Ich komme rein und sterbe gleich. Gut, der Sniper. Der geht jetzt da rein. So, vielen Dank für die 2 Kills, meine Freunde. Ich kann ja mal gerne ein Sniper-Match machen. Mit, im Fly for alles. Wow, was mache ich da? Ich darf die Sniper nicht unterschätzen. Jesus. Das kann ja nicht wahr sein. Ich glaube, ich nehme eine andere Waffe. Ich denke, für diese Map, ne? Von links kommt einer. Man kann hier doch anscheinend schon was hören, aber... ja, nicht so gut. Ja, gib mir die Chicom, aus Spaß mal. Habe ich auch noch nie benutzt hier. Nicht wundern, ich habe immer sehr, sehr gerne andere Waffen auf. Mache ich immer sehr gerne. Ist so eine kleine Angewohnheit an mir. Und die sind gerade alle dort. Kommt her, meine Freunde. Ich will ein paar Kills haben. Schlafe sonst ein. So. Oh, ich habe ihn gehört. Also das... ah, verdammt. Kann nicht wahr sein, dass ich da gestorben bin. Na, ich habe einen C4-Kill bekommen. Bester verdienter Kill ever. Ich finde das C4 ein bisschen zu stark. Der Radius ist ein bisschen zu groß, finde ich. Gib mir deinen Sniper. Jetzt hatte ich mal einen Grund, wieso ich die Sniper nehme. Ah, wow. Meine Nase juckt gerade so extrem. Man könnte mal so eine Challenge machen, aber die ist schon ein bisschen bekannter, glaube ich. Wo man immer eine Waffe von den Gegnern aufheben muss. Oh, ich habe mich jetzt voll auf... weiß nicht. Man muss sich darauf verlassen, dass... oh, gib mal die Chicom, die ist geil. Er hat echt eine geile Waffe hier, finde ich. Man muss sich darauf verlassen, dass das C4 einen auch killt. Weil sonst hat man gar keine Chance mehr zu überleben, finde ich. Da kommt jemand rein. Von links, glaube ich, ne? Ja, von links. Er geht hier lang. Habe ich gehört, mein Freund. Habe ich gehört. Zum Glück habe ich Ninja dabei. Anscheinend bringt es doch mehr, als ich gedacht habe. Drohne steht bereit. Nase juckt. Wetten, ich verliere noch das Game, Alter. Kann ich mit euch wetten, Alter. Nervt mich immer so. Bin ich immer so wütend. Wäre ich da gestorben, dann... ja, keine Ahnung. Gib mir deine Waffe. AN-94. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Wow. Die wollte mich extrem haben. Oh mein Gott, meine Freunde. Ist knapp gerade. Vor allem die Drohne aktualisiert nicht schnell genug. 14 zu 14. Ich will eine Konterdrohne haben. Gib mir die Konterdrohne. Oder ist es schon die Orbital-Streak, die ich hier gerade habe? Eine Orbital würde mich natürlich retten jetzt. Bin ich eigentlich reingejoint? Ich weiß nicht. What the fuck? Ach, da, was? Habe ich ihn eliminiert oder nicht? Nee, ne? Wechsel zu meinem Haus, okay. Ich glaube, wenn der Gegner ist... nee, der hat nicht verlassen. Ja, entweder er ist jetzt tot oder ich bin tot. Ich bin tot. Alter.
Unglaublich, unglaublich. Ja, beste C4 ever. Ich habe keinen Bock mehr auf diese scheiß C4, Alter. Ich will eine andere Waffe nehmen. Nee, da habe ich keinen Ninja dabei. Ah, fuck. Habe ich leider keinen Ninja dabei. Ich muss Waffen aufheben. Das ist ja die total falsche Waffe hier für diese Map. Aber scheint so, als würde ich sogar noch verlieren. Kann ich nicht verstehen, sorry. Ach, der Typ. Okay, dieser Bastard. Alles klar, du Basti, Alter. So, gib mir deine Waffe. Ich liebe deine Waffe. Ich bin so glücklich immer, wenn ich sie... Die kann ich total verstehen. Es laggt auch. Wow, ich hasse es zu verlieren. Vor allem, nee, eigentlich habe ich nichts gegen verlieren, wenn es gegen Freunde oder sowas ist, ne? Wenn man verliert, ist es... Ja, okay. Aber, ja, gegen solche Loser hier habe ich echt, ja, ja... Oh mein Gott, what the fuck mache ich da? Mama mia, meine Hände schwitzen! Picobella Pistazie! Stop, motherfucker! What the fuck? 20 Kills hatte ich, habe 17. Na, ich bin mal gespannt, ob wir noch aufholen können. Man kann immer nur ein bisschen was hören. Zwar nicht so viel, aber ein bisschen kann man so hören. So, wenn man ganz genau hinhört. Mal sehen, ob ich treffe dieses Mal. Natürlich nicht, aber das sind wir ja nicht anders gewohnt von mir, ne? What the fuck? Ich finde keinen. Ja, bester Sprung ever. Ich weiß nicht, was ich da mache. Es hat nicht meinen Grund, dass ich da runterspringe. Jetzt fängt's an, jetzt fängt's an. Im letzten Part hatte ich noch gute Laune. Jetzt fängt's an! Das ist immer so, wenn ich etwas verkacke oder dummes Zeug mache, ohne... Ja, guck mal, überall sind diese... Ach komm, bitte. Meine Hände schwitzen, die töpfen, ohne Scheiß. Hätte ich einen Scuff-Controller... Also, es soll jetzt keine Werbung oder sowas werden. Ich bekomme ja sowieso nichts für, also ist ja auch vollkommen egal, aber... Hätte ich wirklich... Natürlich, klau einer meine Kills, ich will nur eine andere Waffe! Ich hab keinen Bock mehr auf dich! Na komm schon! Gib mir eine andere Waffe! Scheiß auf scheiß Ninja, Alter, mir ist warm! Warm! Heiß! Kennt ihr das? Wenn es richtig, richtig warm ist. Mir ist richtig warm! Ich verliere gerade! Schon wieder! Da! Pissack, verpiss dich, Motherfucker! Oh mein Gott! Ich hab keinen Bock mehr! Oh, jetzt ohne Scheiß, ich bin richtig wütend gerade. Richtig wütend. What the fuck ist los? Ist es ernsthaft? Bin ich so schlecht geworden? Komm her, du. Ah, meine Empfindlichkeit ist zu niedrig! Mich kann nicht. Oh Gott, ich bin so. Junge! Ja, Motherfucker, Alter, ich bin der Falsche. Er kommt, er kommt. Ich will immer CP killen. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Schade, nicht geklappt, okay. Ja, egal. Also, es kann ja ernsthaft nicht sein, dass ich hier jetzt die ganze Zeit verliere, Alter. Drohne steht bereit. Er führt mit... Ah, fuck. Verbündete Drohne nähert sich. Konterdrohne erwartet Befehle. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Ja, 27 zu 27. Oh mein Gott. Oh mein Gott, verpiss dich, du Motherfucker, Alter. Lern zu spielen. Ich wollte gerade sagen, ich bring dich um, aber das würde schon wieder so klingeln, als wäre ich echt ein kranker Psychopath, Alter. Was bestimmt einige von euch denken. Aber wenn man halt mit Emotionen bei Spielen dabei ist, dann ist es halt nun mal so, dass man sich extrem aufregt. Ah, der Typ. Die sind einfach so anstrengend, die Gegner hier. Unglaublich. Ich hab keinen Bock mehr, ernsthaft. Das war's, ich glaube, für die nächsten 2 Jahre für mich, Alter, dass ich wieder jemals COD zocken werde. Ich weiß nicht mal, wie ich gewinnen konnte noch. Weil das Schlimme ist, je mehr ich mich auflege, desto schlechter spiele ich. Und ich glaube, nach dem dummen Vorfall, wo ich einfach so runtergefallen bin, weil mein Handy so geschwitzt haben und ich nicht so vernünftig abspringen konnte. Bester Score ever! Nur 5 Leute haben mitgespielt. Immerhin mehr als bei COD Ghost, Alter. Das Spiel spielt keiner mehr. Könnte ich mal einen Road to Commander COD Ghost machen, weil das keiner mehr spielt. Wirklich. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dem Part. War jetzt nicht der allerbeste Part, aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Bitte vergesst nicht, den Daumen nach oben Button zu klicken, wenn es euch gefallen hat. Außerdem, ja, genau.
Genau, ja, abonniere jetzt meinen Kanal, um der Burnish Nation beizutreten. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!